Mein Name ist Stefan Kerkering. Wir führen mit meinem Vater ein Agrarservice Kerkering in Unternehmen und bieten alles an, von der Saat bis zur Ernte, außer Rüben und Kartoffeln. Wir haben seit neuestem die Precea 6000-2 FCC im Einsatz. Wir nutzen die Maschine zur Maisaussaat. Wir hatten die letzten Jahre Probleme mit der Trockenheit in dieser Region auch und dadurch ist es doch besser, wenn die Pflanzen sauber stehen, keine Überlappungen da sind, damit die anderen Pflanzen, die da sind, auch vernünftige Erträge erzielen können. Bevor wir Maschinen mit Section Control gefahren haben, hatten wir immer Doppelablagen durch Überlappungen am Vorgewende, in Ausläufern. Die Maschine löst das Problem, indem sie über Section Control fahren. Also sie legt am Vorgewende nicht doppelt, wo was ist, wird abgeschaltet. Egal ob im Bestand oder in der Ausläufer, sie nimmt einzelne Reihen weg oder schaltet auch einzelne Reihen wieder zu. Und dadurch sparen wir Saatgut und haben keinen Stress mehr unter den Pflanzen, wenn Doppelablagen sind, wenn zu eng gelegt wird und die Pflanzen haben eine bessere Wasserverfügbarkeit, weil keine Rivalität der Pflanzen da ist für Wasser. Bei uns in der Gegend ist die Schwierigkeit hier in Rosendahl, dass wir sehr wechselhafte Böden haben. Dadurch durch Smart Force eine gleichmäßige Bodenanpassung haben, da die Maschine selber den Schardruck regelt und auf sandigen Kuppen den Schardruck wegnimmt und wenn wir lehmigere Stellen haben, den Schardruck erhöht. Dadurch haben wir eine gleichmäßige Ablagetiefe und einen gleichmäßigeren Feldaufgang der Körner. Durch die werkzeuglose Saattiefenverstellung und Andruckrollenverstellung ist es kein Problem, von einem Feld zum anderen zu fahren, auch wenn wir wechselnde Böden haben. Es ist schnell und einfach gemacht, wenn man vom Sand auf Lehm fährt oder umgekehrt. Es ist nur ein Umstecken ohne Werkzeug. Es ist kein Problem, das eben schnell von einem auf anderen Feld zu machen. Durch die Verschiebefahrgasse haben wir den Vorteil, dass keine Körner auf dem Hektar fehlen. Sie wird nur verschoben, die Reihe. Aber wir haben keine Reihen, die wegschalten komplett. Dadurch halten wir die gleichen Körner auf dem Hektar wie vorher. Wir haben in unserem Betrieb im letzten Jahr die unterschiedlichen Maschinen verglichen. Von mehreren Herstellern hatten wir sie hier. Wir waren mit der Precea sehr gut zufrieden. Von der Einstellung her, von der Bodenanpassung her, von der Vereinzelung her, die Abstreiferverstellung hat uns sehr gut gefallen. Und dadurch haben wir uns von der Feldaufgang nachher beobachtet und waren mit der Precea am besten zufrieden.